Über das gelingende Leben. Man schreibt sich selten selbst ein gelingendes Leben zu, weil man ja doch in der Regel auch viel erlebt, was mit Scheitern zu tun hat. Man hat seine Ziele nicht erreicht und gibt aber nicht auf. Zum gelingenden Leben gehört, dass man nicht resigniert, sondern wieder weitergeht. Es stellt sich oft heraus, dass man irgendwo Talente hat, die man selber überhaupt nicht wahrgenommen hat als solche und die dann andere an einem entdecken und die man dann erstmal probiert und dann merkt, oh ja, das ist eigentlich eine tolle Sache. Das sieht man nicht von vornherein, was am Schluss rauskommt. Man muss es probieren und sagen, boah, jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte, nicht? Und das ist dann ganz befriedigend, auch wenn man dann feststellt, eigentlich kann ich das gar nicht, aber jetzt habe ich es probiert. Ich glaube, diese Experimente, die man mit sich selber macht, die sind am spannendsten, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Das Leben ist ein Experiment und vor allem das, was man mit sich selbst anstellt, man kann gewaltig auf die Nase fliegen und dann muss man aber nicht sagen, es ist nicht gelungen, sondern man muss sagen, das war nicht der richtige Weg, ich gehe einen anderen Weg. Wir haben ja ein monetäres Leben und heute in unserer ökonomistischen Zeit spielt das Geld ja eine Riesenrolle. Und insofern ist Arbeit etwas, das mit Leistung verbunden ist und Leistung wird bezahlt. Also je mehr Leistung, desto mehr Einkommen, desto besser geht es mir und desto mehr Selbstwertgefühl habe ich dann auch. Also der Wert des Geldes bestimmt auch meinen Eigenwert mit. Heute ist es so, dass man sich ja immer vergleicht mit den Nachbarn und dass der Sozialstatus sehr wichtig ist. Und wenn die ein schickeres Auto haben, ein größeres Haus und was weiß ich alles noch, dann, das ist nicht mal Neid, sondern im Vergleich stellt man fest, das liegt an mir, dass ich irgendwo nicht auch auf diesem Niveau bin. Dieses hierarchische Denken, nicht? Je weiter ich oben bin, desto besser geht es mir. Wir machen uns heute sehr abhängig von dem, was andere an uns finden. Das, finde ich, ist ein Problem. Warum kann man sich nicht selbst wertschätzen und sagen, das ist okay so? Und wenn die das nicht so sehen, ist das deren Problem. Wir haben alle, glaube ich, nach meinen Befragungen jedenfalls, die Vorstellung, dass selbstbestimmte Arbeit das Ideal ist. Und fremdbestimmte Arbeit, da kommt eigentlich das Wort Arbeit erst her. Ursprünglich heißt das Mühsal, Not, Elend. Und vieles von dem, was man heute so im Alltag macht, ist immer noch der Sklavenarbeit ähnlich. Da ist einer, der befiehlt und ich muss dann gehorchen. Und das ist das Gegenteil von selbstbestimmter Arbeit. Die meisten oder sehr viele haben eben einen sehr eintönigen Arbeitstag, wo sie eigentlich nicht sehr viel selbst bestimmen können, sondern genau nach Vorgaben die Verrichtungen erbringen, die von ihnen verlangt werden. Ich glaube, diese Gleichförmigkeit, die die Leute dann auch in den Burnout bringt, die ist viel schlimmer als jemand, der sich überarbeitet hat. Ich würde dann Burnout in so einem Fall bezeichnen als begreifen, dass da eine Sinnlehre ist. Man hat eigentlich von seinem Leben eine andere Vorstellung. Und die wird nicht erfüllt durch das, was man Tag für Tag tut. Über den gelungenen Ausstieg. Ich habe mal lange Kurse gegeben in Basel-Stadt für Personen, die 2 Jahre vor dem Berufsausstieg standen. Die kriegten gesagt, wie es mit der AHV steht und wie man Geld vererbt. Und am Schluss kam dann immer vor mir, hat das ein Pfarrer gemacht wahrscheinlich, nicht irgendwie so die Sinnfrage stellen. Und da ist mir aufgefallen, die meisten Frauen, die gingen eigentlich ganz glücklich auf diese Zeit zu. Die hatten komplett Pläne im Kopf und die Männer sagten immer, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Und dann haben mir später Frauen erzählt, die Männer waren es, die dann in das schwarze Loch gefallen sind, weil die plötzlich überhaupt nicht mehr wussten, wozu sie noch da sind. Das heißt, deren ganzes Leben hat sich gedreht um den Beruf, auch wenn der Beruf dann erfüllend war. Und dann auf einmal war das weg, aber zugleich auch die Anerkennung, die gesellschaftliche Anerkennung war nicht mehr da. Jetzt waren sie altes Eisen. Also ich glaube, man muss ganz früh schon anfangen, sich Gedanken zu machen, wenn
man nicht mehr arbeitet, was dann das Leben als erfüllend und gelingend ausmacht. Also viele machen ja Freiwilligenarbeit. Ich war lange in Basel in diesem Chapeau. Der wird ja einmal im Jahr verliehen an eine gemeinnützige Institution. Und ich habe so gesehen, was da alles gemacht wird. Und zwar ohne dass das in irgendeiner Form vergütet wurde und mit welcher Freude das gemacht wurde. Also ein gelingendes Leben, sagen wir mal im letzten Lebensdrittel, kann eben auch darin bestehen, dass man sozusagen nicht mehr auf das Geld schauen muss.